So. Das war ein gutes Intro. Das zeigt schon mal die Interaktion unserer Zuschauer, wenn sie unsere Videos sehen. Genau, das wäre jetzt mal eine Runde. Und wir müssen noch 7 Stück aufnehmen, rein theoretisch. Heißt bis 0 Uhr. Ohne Pause. Gut, dann komme ich ja perfekt pünktlich zum Super Bowl. Und wann gehst du schlafen? Bei der Arbeit. Ach so, ja, passt. Nee, nee. Nee, aber ich glaube. Ja, das sehen wir jetzt, wie es weitergeht. Weil wir haben ja, glaub, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir noch Zeit haben. Weißt du was? Valheim müssen wir viel mehr aufnehmen. Das Ja. stimmt. Hallo. So, ich sehe, du bist fleißig am Ballen pressen. Ja, so langsam halt es geht, ne? Du bist wahrscheinlich fertig. Nee, nee. Okay. Ich bin da immer noch am Fahren, aber du siehst, ich bin eigentlich schon relativ weit gekommen. Manchmal fahre ich bisschen, muss ich die Kurse ein bisschen ändern, weil ich nicht allen Rasen erwischt habe. Aber du sammelst mir einfach ganz schön alles ein. Wir brauchen jeden Millimeter vom Gras gepresst. So. Hör auf. Ist doch Kacke. Weil das gibt mehr Kohle. Gut, das stimmt. Weil du siehst ja schon, ja, du machst es schon sehr gut. Richtig fleißig bist du unterwegs. Bist das auf das, dass du jetzt gar nichts tust? Nee, nee, ich schau mal noch kurz mal mit dem Stream. Warum? Warum ist die Banane krumm? Warum ist die Banane krumm? Ich glaube auch. Warum ist die Banane krumm? Außer wenn es keine Sonne hat. Du, ich weiß auch nicht. Ey, warum? Ich möchte nicht die App runterladen. Ich will aber noch mal kurz gucken. Aber da, naja. Du hast die App, ne? Auf Twitch. Twitch-App wahrscheinlich. Ja. Du kannst ja, wenn du Zeit hast, mal kurz schauen, ob alles noch läuft bei mir. Keine Ahnung. Also warte mal, ich versuche währenddessen nicht weiter Arbeit am Handy zu sein. Beim Autofahren klappt das besser. Ah nein, 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 liebe Polizei, ich mach das nicht. Nein, nein. Keine Angst. Ich konzentriere mich auf die Straße, ich bin im Vorbild. Wirklich. Ich küsse eure Augen. Auf dem Felde, hier ist ja eh Privatgelände, heißt egal. Ja, ich bin selbstversichert. Warte, wie heißt du auf Twitch nochmal? Genau gleich wie auf YouTube. So, also ich sehe da einen Channel namens Sergraf. Wenn ich da Ja, wird drauf was. drücke. Dann kommt so ein Trottel, ne? Funktioniert. Okay, perfekt. Super, eigentlich gute Qualität, wirklich. Vielleicht sogar Ich. bessere Qualität als bei mir. Keine Ahnung, ich muss vielleicht mal den Codec anders einstellen. Ich glaube, ich habe den auf Ja, Very Fast oder irgendwas ich muss bei gestellt. mir den Codec auch anders einstellen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es auf der Konsole eher bei Farming Simulator ein bisschen verpixelt ist, aber nur bei dem Spiel. Bei Battlefield gar nicht. Vielleicht den Ding auf Very oder Fast oder irgend sowas, aber da geht halt die CPU hoch, ne? Und ich frage mich auch generell laut, ich habe die Aufnahme auf der Grafikkarte laufen, ne? Und der Stream also von 4K auf Full HD runter macht aber die CPU. Okay. Ich frage mich halt, ob das jetzt auch so klug, also ob das auch klug ist, ob das auch die Grafikkarte macht, weil dann habe ich den CPU echt nicht wirklich viel laufen. Aber das Ding hat jetzt zwischen 3 und 5%, also zwischen 3 und 6% gerundet.
läuft der CPU, also auch nicht wirklich viel. Okay. Ich denk mal, das kann ich gelten lassen. So. Aber der CPU, der, also ich habe das Gefühl, beim Streaming wird vor allem CPU und GPU gebraucht. Egal, ob du jetzt auf einer Cloud-Lösung streamst. Ja, aber du kannst es ja einstellen bei OBS, ne? Welche. Was jetzt ja, über die außer du hast einen Laptop, der eine Grafikkarte hat, aber du brauchst die Intel-Grafikkarte, dass der Stream überhaupt läuft. Das ist so bescheuert. Weil wenn ich den Stream jetzt über, wenn ich jetzt die Intel-Grafikkarte deaktivieren würde und nur die GPU von GeForce nehmen würde, was ja eigentlich mehr Leistung geben würde, dann erkennt es keinen Aufnahmebildschirm mehr zum Recorden, weil das ja nur über die Intel verfickte Scheiße läuft. Das ist so bescheuert. Da kann ich nichts. Nee, das ist einfach nur sagen. Nur einfach dumme Hardware-Technik und pure Egoismus von Intel. Und zu sagen, ja, oder unsere Grafikkarte läuft das nicht. Aber dass ihre Grafikkarte der Grund ist, dass mein Laptop langsamer läuft bei den Spielen, das ist denen egal. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Dann bin ich ja froh, wenn du der gleichen Meinung bist wie ich. Wie viele Ballen hast du jetzt da drüben? Frag mich nicht, keine Ahnung. Das sind ein paar. Das ist gut. Weil 24 passen auf einen Transporter. Das ergibt vielleicht hinkommen. Das ergibt ca. 30.000 bis 40.000 je nach Monat. Oh. Und da haben wir erst das erste Feld, ne? Naja, das kleinere Feld. Ich bin jetzt am größeren dran. Und dann wird es richtig interessant. Weil das Gute ist mit dem Schwader, es gibt natürlich noch größere Schwader, wo uns vielleicht sogar noch mehr Cash, also wo noch effizienter wären, wo ich weniger fahren müsste, aber wo uns einfach in der Miete momentan noch zu viel kosten. Was heißt momentan? Das würde ich eh nie machen. Eh nie. Große Sachen mieten. Ja. Ich würde sie kaufen. Nee, von Hand das Ding machen. Ey, von Hand, das wäre so scheiße, aber auch. Es gibt ja den Handrasenmäher. Dann läufst du mit 5 km/h das ganze Feld ab. Immerhin. Das heißt Geld sparen. Das war, was ich das LS22 runtergeladen habe. Und da auf dieser österreichischen Map. Kann ich noch reden? Auf der Map in der Region Österreich gezockt habe. Da habe ich den Rasenmäher entdeckt. Also, oh cool, Rasenmäher. Habe ich angefangen, damit ein Feld zu Rasenmäher. Noch 3 Stunden war es mir zu blöd. Bis ich dann gecheckt habe, dass es ja andere Methoden gibt, die schneller sind. Mit der Sense, ne? Ja, definitiv. In welchem Spiel ist das, wo man mit der Sense ernten muss? Gibt viele. Keine Ahnung. Ja, mir fällt da gerade kein spezifisches Spiel ein. Oh. Was hältst du eigentlich von der Switch? Welche Edition? Die normale oder OLD? Wo ist der Unterschied? Bildschirm. Warum? Die habe ich seit 6-7 Jahren, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie lange die schon. Ja, ich wollte einfach aus Just for Fun wie eine Switch schon mit meiner Freundin, weil da gibt's ja dieses Spiel Ring Fit. Irgendwie ist das schon witzig, will's mal ausprobieren.
Ich hab's mir damals geholt wegen Mario Kart. Ist ja so ein Klassiker. Gell, aber es gibt wirklich nicht so viele Spiels auf der Switch. Ich weiß gar nicht. Es gibt einen Landwirtschaftssimulator, Skyrim. Meine Freundin sagt, ey, es ist eine Konsole für Kinder. Nö. Ja, nicht für Familien. Doch, oder? Für Familien, ja. Nicht nur Kinder. Also, ich würde jetzt meinem Kind nicht Zelda, Breath of the Wild oder generell Zelda-Spiele in die Hand drücken. Weil da wird halt schon gekämpft. Link in den Arsch gebumst. Ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendein Add-on oder so, oder. Nee, aber. Es gibt Dinge, die, also die früher waren, was das Coolste bei, also für mich auf jeden Fall, bei der Wii war das damals noch, war da Wii Fit. Das war das coolste Ding überhaupt. Und jetzt gibt's ja dieses Ring Fit. Ja, das ist nicht zum, das habe ich, aber es ist nicht zu vergleichen, das, keine Ahnung. Ich habe es mir gekauft und ein paar Mal gespielt. Stimmt, ich müsste es mal wieder spielen. Am besten mit der Smartwatch und dann angeben, ich spiele Ring Fit. Stimmt, es gibt sogar die Option, da irgendwie Fit spielt oder irgend sowas, Gaming anzugeben. Oh. Das gibt's sogar. Krass. Dachte ich jetzt nicht, dass das gibt. Doch, aber. Die einfachsten Dinger, die zum Beispiel Google Fit hat, hatte wiederum Apple Watch nicht. Aber naja. Ist ja egal. Heute hat meine Apple Watch zum ersten Mal erkannt, dass ich lief und es nicht aufgezeichnet habe. Hey, ich habe gemerkt, du bist am Laufen. Soll ich das als Training hinzufügen? Dann habe ich gedrückt, ja, mach mal. Ich habe das, ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen habe ich das mal ausprobiert. Also ich bin gelatscht, aber. Hab's nicht getrackt und wie hat das einfach nicht gejuckt? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendeine Option aktiviert. Nee, ich habe ja alles aktiviert. Aber ich glaube, die muss zuerst irgendwie antrainiert werden. Keine Ahnung. Kann ja sein. Muss man da. Wie auch den Trend oder so, dass man das jetzt 180 Tage irgendwie rumgehampelt haben muss, dass man die Trends sehen darf. Ja, wie zum Beispiel die Cardio-Fitness. Am Anfang habe ich so gedacht, meine Uhr ist kaputt, die Cardio-Fitness wird mir nicht angezeigt, bis ich gecheckt habe. Das dauert ja. Ja, ist auch sowas. Bum, 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 bum. Oh, Also das wird hier echt so ein Graspuffland hier, echt. Also die Folgen sind hier lustig. Ja, was das Gute an solchen Spielen ist, du kannst abschalten, du kannst über alles Mögliche von Themen reden, du kannst mit dem Chat interagieren und. Das stimmt, das es stimmt. Es ist gemütlich, deshalb verstehe ich auch, wie die Community von LS22 momentan so ultra sick groß ist. Im Gegenzug zu Battlefield. Ich glaube, da haben sie es relativ verkackt, ne? Ja, also ich bin zwar immer noch Supporter von dem Spiel und supporte die Entwickler auch da, wo es geht. Aber es hat mich einfach wütend gemacht, ein Spiel für 80 Franken rauszubringen, nicht mal richtig fertig, mit ganz viel Bugs. Gut, das ist mittlerweile jedes Spiel, ne? Ja, aber ja, DICE hatte wirklich 3 fucking Jahre Zeit. Und dann nach 3 Jahren so ein Spiel rauszubringen, Vollpreis. Und dann noch ein Season Pass für 50 Franken rauszuballern. Und jetzt einfach die Season. Weil normalerweise Battlefield mit Season nach 2 Monaten nach Release hast du schon die erste Season draußen. Mit neuen Maps, neuen Waffen etc. Jetzt ist die Season auf Sommer verschoben worden. Wir kriegen einfach 9 Monate keinen neuen Content in Battlefield. Grund, sie müssen Bugs beheben. Ist doch gut, zuerst aufräumen. Ja, aber
Aber logisch, die bringen, ja, klar, die, also. Klar, sie bringen immer wieder neue Updates raus, die die Bugs, gewisse Bugs behoben, aber die richtig nervigen Bugs, die die Spieler zur Weißglut bringen, die einfach dazu führen, dass Spieler das Spiel nicht langfristig spielen, die beheben sie nicht. Die lassen sie drin. Zum Beispiel, du zockst eine Runde, du musst deine Klasse auswählen, ich spiele meistens Sanitäter-Klasse, damit ich mit, also Versorger-Klasse, dass ich entweder mit Munition oder Sanitäter spielen kann. Ist das Ding auch Crossplay? Ich glaube ja, nicht, ne? Doch, Crossplay. Hm. Und dann, ja, spielst du eine Runde, dann ist die Runde fertig und dann switcht der Klassenwähler immer automatisch auf die auf die F-Scharfschützen-Klasse. Immer. Und du kannst sie dann nicht mehr ändern. Dann musst du in der Scharfschützen-Klasse deine Klasse für Sturmgewehr, Sanitäter und alles bearbeiten. Und du musst auch jede Runde wieder die Visiere, die du vorher drauf hattest, wieder rauftun. Die löschtest dir einfach jede Runde. Und manchmal... Das ist doch ein Feature. Das ist dämlich. Das ist das beste Feature ever. Und dann gibt's noch den Nachladebug. Der beheben sie auch nicht. Der behindert mir die Sicht. Das heißt, ich schieße mein Magazin leer. Dann musst du ja nachladen. Kommt eine Meldung, nachladen. Okay, drückst du drauf. Logisch. Nachladen. Dann verschwindet aber die Anzeige nicht mehr. Dann blinkt der dir so lange nachladen, bis du stirbst. Und das Nachladenteil ist so penetrant und nervig. Es ist immer meistens auf der Höhe, wo du die Gegner abschießen solltest. Dann Hovercrafts. Und mit Hovercrafts kannst du einfach mal Wolkenkratzer hochfahren. Du kannst jedes Gebäude hochfahren mit denen. Die kriegst du nicht kaputt. Und du kannst alles überfahren, alles überall drauf gehen, jede. Also wirklich. Katastrophe. Oder letztens hatte ich einen Bug, dass ich God Mode hatte. Ich bin durch eine Wand geglitscht. Ich habe kein Leben mehr verloren. Ich konnte jeden einzelnen Gegner töten. Sie konnten mich auch sehen. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Weil ich durch eine Wand geglitscht bin, weil ich mit einem Fallschirm abgesprungen bin und der in der Wand gelandet, an die Wand gelandet ist. Und anstatt dass du Schaden kriegst, bin ich durch die Wand durchgebackt und hatte God-Mode. Ja, gut. Ja, was auch gut ist. Wir sind bei 17 Minuten. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die nächste Runde geht vor für YouTube und Co. Danke sehr und bis dann. Tschüssi.